mit den Tomaten geht's jetzt richtig los. Da bin ich wirklich froh. Man hatte ja im Frühjahr schon eher schwarz gesehen. Jetzt konnte ich aber wunderbar ernten. Eine ganz schöne Menge, das sage ich euch gleich. Das war jetzt meine erste Ernterunde. Damit sage ich euch herzlich willkommen in meinem Garten zur Tomatenverkostung. Ich denke mal Teil 1 wahrscheinlich, weil ich noch nicht alle Sorten reif habe. In jedem Jahr habe ich mir vorgenommen, die Tomaten doch mal alle zu wiegen, was ich hier so raushole, bei wie viel Pflanzen aus meinem kleinen Garten. So, und da ich jetzt den ersten größeren Ernterundgang hatte, habe ich das auch gewogen, alle Sorten, die ich jetzt geerntet habe. Und zwar habe ich jetzt hier 14 Sorten. Einige Sorten hängen hinten noch, die sind noch nicht reif, die sind einfach noch nicht so weit. Aber wie ich vorhin schon sagte, da mache ich dann eventuell noch einen zweiten Teil. Die erste Sorte, die ich hier habe, ist die Tomate Purple Dragon. Hier sieht man jetzt auch die bläuliche Verfärbung und die ist immer dort, wo die meiste Sonne auf die Tomate kommt. Und das Schöne ist, wenn man hier oben den Stielansatz entfernt, zeige ich euch jetzt, hoffentlich klappt das. Hier ist mir jetzt dann leider ein bisschen rausgerissen, aber dann bildet sich hier ein helles Sternchen. Und das kommt dadurch, dass die Blätter von dem Stielansatz die Tomate hier oben abdecken, weil die sich ja da so ein bisschen drüber legen und dann ist das beschattet und da kommt keine Sonne drauf. Dadurch habe ich auch schon mal den Ausdruck Sternchentomaten gehört. Aber jetzt genug geredet, jetzt schneiden wir die auf. Das hier ist eine sehr saftige Tomate, hat ziemlich viele Kerne oder Samen drin. Schön süß ist die, also da würde ich sagen, auch so für in den Salat. Sehr, sehr lecker. Schmeckt wirklich wunderbar. Ich habe mir hier eine Schüssel hingestellt. Da kann ich mir dann nämlich die Reste von meinen durchprobierten Tomaten reintun. Und dann gibt es nachher ein leckeres Salätchen damit. So, das war die Purple Dragon. Jetzt zu der Frage, was habe ich denn von der geerntet? Das waren jetzt bei meinem ersten Rundgang 770 Gramm und die Pflanze hängt noch über und über voll. Eine Pflanze. Also ich finde, das ist wirklich beachtlich. Das ist die Tomate King Blue. Ein ganz anderes Exemplar. Man sieht ja auch, eigentlich sollte sie sich auch dunkler verfärben. Die King Blue ist eine Fleischtomate, wie ich schon sagte, auch eine Anthosorte. Und die schneiden wir jetzt einmal halb. Oh. Ich habe sie schon angebaut, ich kenne sie. Und diese bläuliche Anthofarbe, das ist halt bei mir schwierig, weil ich von der Sonneneinstrahlung her in meinem Garten halt beschränkt bin. Wer meine Videos kennt und da schon mal reinschaut, der weiß das. Jetzt zeige ich euch die mal, wie die von innen aussieht. Also das ist doch wirklich ein Träumchen. Unglaublich, die sieht echt fantastisch aus. Die Tomate hier wiegt übrigens 255 Gramm, weil ich habe ja bisher nur eine ernten können. Also, da finde ich, das ist doch ein ganz schönes Gewicht. Ich tue die aber jetzt mal beiseite. Hier kommen schon die Bienchen. Und jetzt probieren wir die mal. Also ein Stückchen abschneiden. Sehr süß. Ganz, ganz leichte Säure im Nachgang. Schmeckt wunderbar. Ich meine, die Ananas ist fruchtiger. So kenne ich die Ananas. Aber auch das hier ist eine wirklich empfehlenswerte Tomate. Vom Ertrag her bei mir im Garten in diesem Jahr nicht so viel. Aber es war ja auch ein komisches Jahr. Aber da bin ich echt zufrieden. Die ist wirklich, wirklich lecker. So, tue ich das auch mal weg.
Dann kann ich nämlich nachher vielleicht auch noch so ein bisschen Saatgut entnehmen. Aber darum geht es ja jetzt hier nicht. Nächste Sorte. Ich denke, die meisten von euch werden die kennen. Das ist eine meiner absoluten Lieblingstomaten. Ist die nicht schön? Die habe ich jetzt schon seit etlichen Jahren immer wieder mit dem Anbau im Garten und auf die möchte ich echt nicht verzichten. Schneide ich die so, können wir mal so reingucken. Die ist so süß, die ist so lecker. Also selbst Leute, die gar keine Tomaten mögen, das gibt es natürlich auch. Zum Beispiel, mein Mann ist kein Tomatenfan, der mag eigentlich keine Tomaten, sondern nur in Form von Soße. Jetzt hatte ich ihn dann doch gebeten, mal so eine schöne reife Blush Tiger zu versuchen. Also, die hat ihm sehr gut geschmeckt und das ist schon ein Zeichen, dass die wirklich süß sind. Also, die Blush Tiger, eine absolute Empfehlung von mir. Aber das sage ich eigentlich in jedem Jahr bei jeder Verkostung. Die nächste Sorte, die ich hier habe, das ist die blaue Ananas. Ebenfalls eine Anthosorte mit hier recht lustiger Verwachsung. Auch die blaue Ananas ist eine Fleischtomate. Ich würde sagen, etliches an Kernen ist da drin. Meine hier, die ist jetzt wirklich sehr süß, so gut wie gar keine Säure. Zart im Fleisch, schmeckt sehr gut, ist aber nicht so fruchtig wie die Standard-Ananas-Tomate, sag ich mal. Aber auf jeden Fall eine tolle Sorte und bei mir hinten auch reichlich tragend. Halt noch nicht alles reif, aber da ist noch jede Menge dran. Da hoffe ich mal, dass das noch klappt. Geerntet habe ich heute an Gewicht 445 Gramm, hier von der Ananas Blau. Drei Früchte waren es und nur so am Rande. Die ganzen Tomaten, die habe ich vorhin reingestellt, ein bisschen kühler. Das ist so warm, die waren schon alle richtig heiß, weil hier auch die Sonne so hinschien. Jetzt ist der Nachmittag, aber die Früchte sind völlig warm. Jetzt machen wir aber mal zügig weiter. Jetzt kommen wir zur nächsten Sorte. Und zwar ist das hier eine, würde ich sagen, außergewöhnliche Tomate. Schaut mal, die ist auch ziemlich gerippt und dann schön gelb, orange, rot gestreift. Das sagt schon der Name. Das ist nämlich die Sorte Striped Cavern oder Striped Cavern. Das Besondere an dieser Tomate ist, sie nennt sich Fülltomate, weil sie innen so gut wie hohl ist. Hier sieht man das jetzt sehr, sehr schön. Die Kammern sind so gut wie hohl. Das Ganze kann man dann einfach, ich würde sagen, mit einem Löffelchen rausholen und dann kann man die Tomate füllen. Ob man die nun füllt für den Backofen zum Überbacken und die dann mit gart oder ich denke auch so, vielleicht mit einem schönen Frischkäse oder sowas in der Art, schmeckt bestimmt auch super. Und jetzt probieren wir die mal. Zum Geschmack würde ich sagen, hier die Striped Cavern oder Cavern ist nicht herausragend, sehr mild. Love wäre vielleicht übertrieben zu sagen, aber nicht so sehr aromatisch. Deshalb könnte ich sie mir gut vorstellen, wenn man sie wirklich füllt für den Backofen. Das werde ich auf jeden Fall testen. Und deshalb war die Sorte für mich auch sehr interessant. Ich hatte schon irgendwo gelesen, der Geschmack soll nicht so herausragend sein. Aber ist ja kein Problem. Man probiert sich da durch. Bin mal gespannt, wie sie schmecken wird, wenn ich sie aus dem Backofen hole. Weiter geht's zur nächsten Sorte. Jetzt habe ich hier die Rosa Oma. Auch die halbieren wir.
und gucken uns das mal an. Schön rotes Fruchtfleisch. Die Rosa Oma hatte ich auch im vergangenen Jahr. Da hatte ich mir die in Erftstadt gekauft als Jungpflanze und habe mir dann Saatgut genommen. Und im vergangenen Jahr war ich richtig begeistert. Die schmeckt herrlich. Ich kann gar nicht sagen, wie. Die ist sehr, sehr aromatisch. Süße, bisschen Säure. Ich meine, jetzt sind die auch sehr warm hier vom Liegen. Aber die Rosa Oma ist wirklich fantastisch. Da werde ich mir auch auf jeden Fall wieder Saatgut sichern. Die nächste Sorte jetzt hier ist die Viva Grande. Eine Fleischtomate, die sehr, sehr gut geeignet ist fürs Freiland. Das hier ist jetzt ein kleineres Exemplar. Ich habe auch richtig dicke, große geerntet, aber ich habe gedacht, zum Anschneiden reicht die jetzt, weil ich kann auch nicht alles auf einmal essen. So, und die Viva Grande mit ihrer speziellen Freilandtauglichkeit ist für mich natürlich ganz besonders interessant. Leichte Süße, leichte Säure, eigentlich alles, was eine Tomate so braucht. Und der Ertrag, der ist wirklich gut. Die trägt unglaublich, zumindest nach meiner Erfahrung, sind das richtige Mengen. Bei meinem heutigen Ernterundgang haben die Viva Grande 950 Gramm auf die Waage gebracht. Und das ist ja schon beachtlich, finde ich. Als nächstes nehmen wir hier die Black Crème. Auch hier eine kleine Vertreterin ihrer Sorte. Die Black Crème ist ebenfalls eine Fleischtomate mit rotbrauner Schale. Die ist sehr, sehr lecker. Ich habe da immer so in jedem Jahr, dass ich überlege, baue ich die Cherny Prince an oder nehme ich wieder die Black Crème. Und ehrlich gesagt, auch in diesem Jahr habe ich mich wieder für die Black Crème entschieden, weil ich die wirklich klasse finde. Die Cherny ist natürlich auch gut, aber ich kann sie leider nicht alle auf einmal anbauen. So viel Platz habe ich nicht. Aber jetzt weiter. Als nächstes kommt hier so eine kleine, ganz, ganz süße Tomate. Das ist die Yellow Pear Shaped. Eine birnchenförmige Tomate. Und so wie ich das hier bei mir im Garten sehe, ist das ein wirklicher Massenträger. Da hängen Tomaten dran. Das ist unglaublich. Jetzt habe ich heute noch nicht viel geerntet, weil die steht so ein bisschen abseits, etwas schattiert bei mir an der Wand. Aber da wird jetzt jeden Tag vermutlich immer mehr reif werden. Heute war es jetzt nicht die Menge an Ernte, 120 Gramm, aber schaut mal, die sieht sehr, sehr gut aus. So eine richtig schöne kleine Cocktailtomate, würde ich sagen. Ich habe sie noch nicht probiert, ich bin jetzt echt mal gespannt. Sehr mild und ganz zartes Fruchtfleisch. Und da die so ein Massenträger ist und auch optisch was Besonderes ist, finde ich das auch eine ganz tolle Sorte. Tigerella. Das ist eine wunderhübsche Tomate, so getigert, gestreift, mit Gold, Orange, Gelb, Rot. Auch die hier ist jetzt wirklich ein ganz, ganz kleines Exemplar, aber ich denke halt, für die Verkostung reicht es. Sieht auch saftig aus, mit aber auch nicht zu viel Galerte. Ja, leichte Säure, schmeckt schön tomatisch. Etwas Süße und saftig. Also, da würde ich sagen, die passt auch wunderbar in einen Salat. Und die macht auch richtig was her für das Auge. Jetzt bei meinem Erntedurchgang heute habe ich geerntet 300 Gramm von der Tigerella. Jetzt habe ich hier meine erste Ananastomate. Die hatte ich völlig übersehen. Ist auch nur ein kleines Exemplar. Hier unten auch etwas verknorzt. Aber das ist gar nicht so schlimm und dementsprechend schon komplett auf Rot ausgereift. Also, es ist eine Ananas. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, weil bei mir ist ja alles sehr eng
Und dann habe ich noch mal geguckt, die Pflanzen, wo kam das jetzt her? Ja, es ist die Ananas. So, die schneiden wir jetzt auch mal auf. Weil eigentlich kennt man die Ananas ja gelb-orangener. Aber jetzt von innen sieht man es. Das ist unglaublich. Die Ananastomaten, da freue ich mich jetzt drauf. Das ist jedes Jahr dasselbe. Ah. Mm. Die ist mega süß. Also ganz ehrlich, die hätte ein bisschen früher runtergedurft. Die ist jetzt wirklich so weit von reif. Schmeckt fast nur noch süß. Ganz, ganz wenig Säure. Aber trotzdem lecker. Jetzt mal hier zur Abwechslung was ganz, ganz Zartes, Kleines. Die ist ja regelrecht süß. Wie kleine Beeren. Das ist die Sorte Bianca. Eigenartigerweise habe ich da noch gar nicht so viele reif, aber ich vermute, dass die hier bei mir nicht an einer guten Stelle stehen. Denn normalerweise diese ganz kleinen Früchte oder Cocktailtomaten sind ja eigentlich immer die ersten. Aber jetzt probieren wir das mal. Zuckersüß. Die kann man im Prinzip naschen wie Obst. Ich glaube, ich hatte vergessen zu erwähnen, bei der Bleckrin habe ich übrigens 710 Gramm geerntet. Jetzt komme ich aber zur nächsten Sorte. Das hier ist die Indigo Apple. Die Indigo Apple ist eine wunderschöne Tomate. Hier auf der Seite rot und dort ist richtig dunkel und hat sich verfärbt, da wo die Sonne am meisten hinkommt. Auch eine Anthosorte. Jetzt versuche ich hier nochmal mein Glück, um euch das Sternchen zu zeigen. Da ist es. Ist das nicht schön? Ich kenne sie auch, ich hatte sie schon im Anbau. Die ist ziemlich saftig. Etliche Kerne sind da drin. Die würde ich jetzt für mich auch als Salattomate bezeichnen. Und jetzt probieren wir die mal. Etwas süß, leichte Säure. Das Richtige für einen Salat. Vor allen Dingen so von der Optik her. Wenn man da so einen bunten Tomatensalat macht, das ist ja richtig toll. Und dann die verschiedenen Aromen der einzelnen Sorten, ist schon was Feines. Der Erntedurchgang Indigo Apple, der war heute nicht so groß. 100 Gramm hatte ich jetzt geerntet. Aber ganz ehrlich, mir wird das zu viel. Die lasse ich jetzt lieber noch ein, zwei Tage hängen, wenn ich auch die Zeit habe, dass ich dann auch alles verwerten kann. So. Jetzt zur letzten Tomate. Auch für mich was ganz Besonderes. Hier wieder eine Anthosorte, eine Roma-Tomate. Leider hat die auch nicht genügend Sonne bekommen. Hier kann man dazu ein bisschen sehen. Das ist die Pascal de Picardie. Und die habe ich auch schon gehabt. Da war die richtig schön dunkel. Aber das habe ich ja jetzt alles schon ein paar Mal gesagt. Wir schneiden die jetzt mal auf. Rotes Fruchtfleisch. Die schmeckt wirklich fantastisch. Und die ist so richtig cremig im Fleisch. Das zergeht einem auf der Zunge. Es ist eine super Tomate, die Pascal de Picardie. Was ich allerdings sagen muss, die Pflanze ist wirklich mäkelig. Eine ganz zarte Pflanze. Und ich habe jetzt auch nicht wunders, wie viele Früchte da dran. In einem anderen Jahr hatte ich schon mehr. Aber es ist ja auch nicht in jedem Jahr gleich. Damit bin ich jetzt durch mit meiner Tomatenverkostung. Was glaubt ihr denn, was ich jetzt an Gewicht geerntet habe aus meinem kleinen Garten? Das waren jetzt 4750 Gramm. Das finde ich schon ganz schön beachtlich, zumal etliches habe ich schon weggenascht, auch abgeerntet, mal einen Salat davon gemacht. Also da würde ich mal sagen, kann ich eigentlich mal locker noch ein Kilo, gutes Kilo zurechnen. Damit wäre ich dann bis jetzt auf 6 Kilo. Und das finde ich wirklich toll. Und noch halten meine Tomaten durch. Noch nichts mit Kraut und Braunfäule bisher. Hoffentlich bleibt es auch so, dass alles noch reift. Jetzt aber mein Fazit. Was würde ich wieder anbauen?
Die kleine Bianca, die ist sehr interessant, witzig, diese winzig kleinen Tomätchen, aber eine sehr imposante, große Pflanze. Vielleicht ist es auch nur bei mir so, aber die ist wirklich mächtig und gewaltig. Schmeckt, aber da könnte ich eventuell drauf verzichten und würde mir dann im kommenden Jahr eine andere ausprobieren, eine andere kleine Sorte. Widersetzen auf jeden Fall sind die Ananassorten, braucht man gar nicht drüber diskutieren. Die Blasteiger zieht auch wieder mit ein. Ja, die Rosa Oma natürlich, weil das ist so eine richtige Tomate, tomatig, wie sie schmecken soll. Ja, die Entscheidung ist schwer. Wie gesagt, wenn man im Platz begrenzt ist, hier diese kleine Yellow Pear Shaped, finde ich auch prima. Macht auch was für das Auge her. Auch sehr lecker. Also, ich denke, die Planung fürs nächste Jahr wird dann noch schwerer, von Jahr zu Jahr immer schwerer, weil immer mehr dazu kommt, was man super lecker findet. Damit würde ich jetzt sagen, das war's jetzt hier von mir. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Sag euch Dankeschön fürs Zuschauen. Freue mich wie immer über ein Däumchen, über euer Feedback. Wie sieht's jetzt mit euren Tomaten aus? Kennt ihr die Sorten, die ich hier angebaut habe? Wie seid ihr denn damit zufrieden? Das wäre wirklich nett zu wissen. Das würde mich echt interessieren. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, freue ich mich natürlich auch über ein Abo. Jetzt wünsche ich euch weiterhin gute Ernten. Drückt euch die Daumen. Hoffentlich hält das Wetter sich noch, dass wir auch die restlichen Tomaten noch reif kriegen und ernten können. Weil gerade im Freiland ist das ja auch eine gewisse Herausforderung. So, jetzt gehe ich rein. Guck mal, was ich dann noch mit meinen Tomaten mache. Und sag euch, bis bald, lasst es euch gut gehen. Tschüss.